sind Deutschlands wohl bekannteste Jazzmusiker. Am Piano Joachim, an der Klarinette Rolf Kühn. Also der Sinn des Lebens ist, bis zum Lebensende die beste Musik zu spielen, die man möglicherweise aus sich selbst rausholen kann. Und dafür muss ich jeden Tag üben, üben, spielen, spielen und dich damit beschäftigen. Das ist ein 24-Stunden-Job, den ich sehr, sehr gern mache. Jeden Tag aufs Neue. Ich liebe es. Ich kann mich nur anschließen, das mache ich auch. Die Brüder Kühn zählen zur Handvoll deutscher Jazzmusiker mit Weltruf. Joachim ist 70, Rolf Kühn schon 84 Jahre alt. Okay. Noch einmal üben. Er hat schon als Baby im Kinderwagen wirklich, damals habe ich noch vielleicht noch ein bisschen mehr geübt als heute, 5-6 Stunden pro Tag. Das habe ich immer von dem Kinderwagen gemacht. Eigentlich fast instinktiv. Und er hat nie geschrien, er hat zugehört, ist auch manchmal eingeschlafen. Das fand ich doch ein gutes Urteil. Schon in den 1960er Jahren mit Anfang 20 ist Joachim Kühn einer der besten Free-Jazz-Pianisten Deutschlands. Rolf Kühn, der 15 Jahre ältere Bruder, hat es damals bereits an die Weltspitze des Jazz geschafft. 2 Jahre spielt er als Klarinettist beim legendären Benny Goodman. Immer wieder spielen die Brüder auch gemeinsam. Seit 1967 haben sie zahlreiche Alben eingespielt, das letzte 2012. Wesentlich für ihre Musik ist das Improvisieren. Und manchmal fangen wir sogar ganz aus dem Nichts an. Und gehen auf eine Komposition drauf zu. Das kommt auch vor. Das Jazzfest Bonn ist noch ein sehr junges Festival, aber ein erfolgreiches. Die Konzerte sind alle ausverkauft. Wir haben zwar einen programmatischen Schwerpunkt auf deutsche Musiker, beobachten aber die europäische Szene sehr genau und versuchen, da auch am Puls der Zeit zu sein und auch frühzeitig europäische interessante Musiker einzuladen. Pianist Michael Wolny, eine der neuen Größen des deutschen Jazz. In Bonn spielt der 36-Jährige zusammen mit der israelischen Cembalistin Tamar Halperin. Für Michael Wolny ist Joachim Kühn ein großes Vorbild. Joachim ist mein großer Held. Ist der einer der, wenn nicht für mich der größte Pianist weltweit derzeit. Ich weiß, ich habe immer so ein Joachim Kühn-Syndrom, wenn ich ihn irgendwo spielen höre, ich bin sofort irgendwie on fire. So. Also da passiert irgendwas in mir, ich bin irgendwie wie elektrisiert. Es ist vielleicht das Timing, vielleicht ist es die harmonische Sprache. Es ist sein Sound am Instrument, es ist einfach ein unglaublicher Pianist. Rolf Kühn lebt in Berlin, Joachim Kühn auf Ibiza. Im Juni werden sie sich beim jüngeren Bruder auf der spanischen Insel treffen. Natürlich zum Üben und Spielen. Und vielleicht auch für ein neues Album.